Frau Warnecke ist technische Beigeordnete und hat eine ganz andere Herausforderung gehabt, beziehungsweise eigentlich ein Riesenbonbon, denn Frau Warnecke hat eine große Fläche entwickelt, quasi einen neuen Stadtteil, eine Konversionsfläche, wenn ich es richtig verstanden habe, an der Bahn. So, und jetzt die Gelegenheit, einen Bahnhaltepunkt neu zu machen. Und das hat sie beschrieben als sehr aufregend und das möchte ich Sie selber erzählen lassen. Frau Warnecke, bitte. Ja, herzlichen Dank und einen schönen guten Tag in die Runde. Ich hoffe, ich bin Wie so gut fällst zu du? verstehen. Ich habe tatsächlich darum gebeten, dass meine Folien an anderer Stelle aufgerufen werden und von daher Das werden vielleicht sie ganz jetzt. kurz zu den Rahmenbedingungen. Vielen Dank. Ja, Paderborn hat sich in der Vergangenheit schon an verschiedenen Stellen der Unterstützung sowohl von NRW Urban oder auch der BEG bedient. Wir liegen ja in Ostwestfalen. Für diejenigen, die das jetzt nicht sofort präsent haben, sind Oberzentrum. Und ja, das Thema, das ich heute in den Mittelpunkt stellen möchte, dreht sich rund um unsere Konversion. Paderborn ist sehr stark vom Abzug der britischen Streitkräfte betroffen. Wir haben 5 Kasernen auf dem Stadtgebiet und 3 davon sind tatsächlich schon an den Bund, also die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, zurückgegeben worden. Und eine haben wir erworben in der Zwischenzeit. Für die zweite läuft die Wertermittlung gerade an. Und heute möchte ich zu sprechen kommen auf unser sogenanntes Zukunftsquartier, die ehemalige Barker-Kaserne. Das ist also ein ganz aktuelles Fallbeispiel. Auf dem nächsten Luftbild kann man so ein bisschen erkennen, wo dieses Areal im Stadtkontext liegt. Man sieht also die Paderborner Kernstadt und dann haben wir nochmal für Sie besonders markiert den Innenstadtbereich und eben das Zukunftsquartier. Ich habe es gerade schon gesagt, 54 Hektar ist es groß. Man kann erkennen, dass es in etwa die Größe der Paderborner Innenstadt hat und man kann aber an der Stelle auch erkennen, dass es sehr integriert liegt. Die Kaserne ist in den 30er Jahren errichtet worden und war tatsächlich bis Ende 2019 noch von den Briten genutzt worden. Sie liegt nur 2 Kilometer vom historischen Stadtzentrum entfernt. Und im Moment ist sie eben noch im Eigentum der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, der BIMA. Das nächste Luftbild zeigt dann so ein bisschen die Struktur im direkten Umfeld und auch die Bebauung auf dem eigentlichen Kasernenareal oder ehemaligen Kasernenareal. Und man kann gut erkennen, dass diese Fläche eben im Umfeld umgeben ist von einigen Wohngebieten, aber auch Gewerbegebieten. Man sieht ganz dicht dran ein Schulzentrum und dann auch nach Osten hin noch weitere Wohngebiete. Und das kann man hier auch ein bisschen gepunktet erkennen. Diese Fläche liegt eben direkt angrenzend an eine Hauptbahnstrecke, die Bahnstrecke Paderborn-Altenbeken. Und das ist natürlich eine super interessante Lage und führte dann schon sehr früh dazu zu sagen, also das wäre natürlich eigentlich fantastisch, wenn man an der Stelle tatsächlich einen Bahnhaltepunkt entwickeln könnte. Die nächste Folie zeigt dann so ein bisschen die Einwohnerpotenziale, die wir im Umfeld haben und gibt Ihnen auch schon einen kleinen Eindruck in Bezug auf die Überlegungen, die wir jetzt schon angestellt haben, hinsichtlich der künftigen Qualitäten, die dieses Zukunftsquartier haben soll, ein ganz neuer Stadtteil für Paderborn. Und die Grundidee ist gewesen, dass wir gesagt haben, vor dem Hintergrund der Entwicklungszeiten, die es brauchen wird, um dieses neue Stadtquartier zu entwickeln, wollen wir eben tatsächlich anstreben, einen Stadtteil zu errichten, der eigentlich ja den Anforderungen der Bevölkerung von morgen erst entspricht. Also wir sind in einer Zeit sehr starker Umbrüche, was Anforderungen an Wohnen, an Arbeiten, Freizeit und so weiter angeht. Und die Idee an der Stelle oder auch die Absicht ist, diese Ansprüche, die sich gerade erst ausformulieren, eben dort in Zukunft erfüllen zu können. Wir haben das große Glück, das sieht man jetzt auf diesem Luftbild leider nicht, dass gar nicht sehr weit entfernt der Campus unserer Universität verortet ist. Und die Universität hatte Bedarf für ein
neues Gebäude, das über EFRE-Mittel gefördert wird, den sogenannten Accelerator. Den sehen Sie hier auf der Fläche im Westen markiert mit so einem blauen Oval. Und da hatten wir dann auch wiederum das Glück, dass die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben an der Stelle sehr kooperativ vor dem Hintergrund eines hohen Zeitdrucks ermöglicht hat, dass tatsächlich dieser Teil ausparzelliert wurde, sodass dieser Accelerator schon Ende 2022 bezugsfertig sein soll. Soweit sind wir mit der übrigen Flächenentwicklung bei weitem noch nicht. Da stehen wir tatsächlich noch ganz am Anfang. Ich hatte gerade gesagt, also diese ganze Entwicklung, die soll natürlich auf die Zukunft ausgerichtet sein und dazu gehört auch die Mobilität der Zukunft. Und von daher war eben dieser potenzielle Bahnhaltepunkt, den Sie hier in Rot markiert sehen, von unserer Seite aus eine Vision. Aber eigentlich lag die Herausforderung darin zu sagen, wie gehen wir denn jetzt in unseren Planungsprozess, wie starten wir, wir binden die Öffentlichkeit ein und können wir an der Stelle dann überhaupt von einem potenziellen Bahnhaltepunkt sprechen oder machen wir den Menschen in der Stadt etwas schmackhaft, was sich in Zukunft gar nicht einlösen lässt. Wir sind in 2018 begonnen mit den ersten Überlegungen für die Entwicklung dieses großen Areals mit einer Visionskonferenz. Da haben wir die Stakeholder der Stadtgesellschaft eingeladen, mit uns zu überlegen und Zielsetzungen für die Flächenentwicklung zu formulieren. Daraus ist ein sogenanntes Memorandum geworden. Und auf der Grundlage führen wir jetzt die Roadmap zur Entwicklung der Fläche durch. Also 2018 startete das. Und wenn wir auf der nächsten Folie gucken, dann sehen wir, dass wir eben dann aufmerksam geworden sind auf die Landesinitiative Bauland an der Schiene und gesagt haben, okay, wir nutzen die Chance und wollen eben diese Fragestellung, lässt sich hier wirklich ein Bahnhaltepunkt realisieren, einfach auch mal ganz konkret überprüfen lassen. Und da haben die ersten Gespräche Ende 2019 stattgefunden. Und das war insofern von Vorteil, weil wir das vergangene Jahr nutzen konnten, um da gemeinsam mit der BEG einige Vorarbeiten schon zu leisten. Und jetzt, vor kurzem im Februar 2021, ist also unser Roadmap-Verfahren gestartet mit Testentwürfen. Und da war tatsächlich dieses Thema Bahnhaltepunkt schon sehr gut abgeprüft. Was hat uns praktisch die Unterstützung der BEG an der Stelle ermöglicht? Also grundsätzlich ist es so, wir sind natürlich eine Großstadtverwaltung, aber wir haben eben nicht das spezielle Know-how, was man braucht, um sehr zügig ein Verfahren vor Augen zu haben, wie man überprüft, ob tatsächlich ein Bahnhaltepunkt irgendwo auf heute noch freier Strecke realistisch ist. Und von daher war diese Kooperation eine wichtige Grundlage, um eben sehr schnell zu fundierteren Überprüfungen zu kommen. Sie war insofern sehr hilfreich, weil eben auch die Fragestellung, wen muss man an der Stelle eigentlich einbinden? Ja, wer sind hier die wichtigen Stakeholder, die in den Prozess mit eingebunden werden müssen, die möglicherweise ja auch KAO-Argumente vortragen können, hätten wir selber gar nicht gewusst. Und auf der Grundlage war dann eben schon eine sehr frühzeitige Thematisierung wichtiger Rahmenbedingungen und offener Fragen möglich. Vielleicht gucken wir noch kurz auf die letzte Folie. Ein Vorteil ist ja, dass über diese Initiative eben auch ein Pool an Büros zur Verfügung gestellt wird. In diesem Fall ist es die Agentur Bahnstadt, die uns hier konkret unterstützt hat, die in der Zwischenzeit eine Machbarkeitsstudie erarbeitet hat. Da gab es auch eine finanzielle Unterstützung seitens des Landes. Das ist jetzt für die Stadt Paderborn, weil wir eben jetzt keine Haushaltssicherungskommune sind, vielleicht für uns nicht so relevant, aber ich denke, für andere wird das schon eine Rolle spielen. Es gab dadurch, dass quasi die Ausschreibung und Vergabe durch die BEG übernommen wurde, natürlich erhebliche Zeitvorteile für uns. Insgesamt auch die Prozessbegleitung durch die BEG mit den Abstimmungsterminen, die koordiniert werden konnten.
Und eben auch ein sehr frühzeitiger, enger Austausch mit den weiteren Beteiligten, das ist hier der NWL und auch die DB natürlich, die eingebunden werden müssen, um am Ende zu sagen, hat dieser Haltepunkt überhaupt eine realistische Chance? Das ist gar nicht banal, das ist ja nur auf den ersten Blick so, dass man irgendwie direkt angrenzt, sondern da gab es schon auch erhebliche Probleme topografischer Natur, die überprüft werden mussten. Da bin ich wirklich dankbar, dass wir mit der Agentur Bahnstadt ein Büro hatten, das wirklich sehr konkret überprüfen konnte, ob das eine realistische Chance hat, diesen Haltepunkt umzusetzen. Wir sind uns ganz im Klaren darüber, dass gleichwohl noch ein sehr weiter Weg vor uns liegt, um am Ende an der Stelle tatsächlich einen Bahnpunkt zu realisieren. Aber der große Vorteil in dieser sehr guten Kooperation lag eben darin, dass wir jetzt zu Beginn unseres Planungsprozesses mit den Testentwürfen, die derzeit erarbeitet werden, sowohl den Planungsbüros als auch der Öffentlichkeit an die Hand geben konnten. Es hat wirklich eine realistische Chance, hier einen neuen Haltepunkt für ein Zukunftsquartier zu errichten. Vielen Dank.